Ich bin noch beim Thomas Ring von Ring Formgriffe. Der Thomas will mir gerade mal ganz kurz erklären, wie man eigentlich richtig in die Hand in die Pistole reingeht. Thomas, sag mir mal was dazu. Ich bin da absoluter Laie. Ja, gerne. Die Problematik ist ja, dass viele, die einen schlechten Griff gewohnt sind oder die einfach einen schlechten Griff haben, sich auch angewöhnen, schlecht in den Griff reinzufassen. Und dann ist es oftmals schwierig, mit einem gut passenden Griff auch dann immer gleich das richtige Griffgefühl hinzubekommen. Wichtig ist, wenn man die Pistole anfassen will oder reingreifen will in den Griff, dass man zuerst mal die Hand mit der Daumen-Zeigefinger-Gabel hier oben richtig positioniert, so dass also die Laufachse auch schön in den Arm reingeht. Als nächstes versucht man oder als nächstes setzt man die Hand hinten im hinteren Bereich hier beim Daumenballen so ein, dass diese Linie hier geschlossen ist. Das geht natürlich nur bei einem Griff, der auch entsprechend passt halt einfach. Wenn das dadurch nicht passt, ist der dritte Hauptaugenmerk der Bereich hier von dieser Kante, die hier angearbeitet sein sollte. Diese Kante soll sich dann hier in diese Falte reinsetzen bei den Fingern. Das heißt also, ich mache die Finger so ein bisschen hohl und setze dann die Kante schön in die Falte rein und umfasse dann erst den Griff vorne. So, das heißt also, wenn ich jetzt zupacke, habe ich hier überall eine schöne geschlossene Kontur, wo keine Luft zu erkennen ist, dass ich schon rein optisch schon erkennen kann, ich bin richtig und gleichmäßig vor allen Dingen im Griff drin. Wenn man das jetzt falsch machen würde, nur um das mal zu demonstrieren, oder wie es viele auch dann machen, die greifen mehr vorne oder zuerst vorne mit den Fingern, versuchen die sich zu positionieren und ziehen sich hinten dann praktisch raus, so dass hier hinten Luft entsteht. Das ist aber sehr schlecht, weil der Druck, hier diese Luft, die soll also nicht entstehen, weil der Druck soll ja eigentlich von dem mittleren Bereich der Finger gerade nach hinten in den Daumenballen ausgeübt werden. Und das geht natürlich auch nur, wenn ich da auch entsprechend Material sitzen habe. Wenn da Luft ist, kann ich da halt nichts reinziehen halt. So, und dann kann ich halt schön jetzt in diese Richtung den Druck ausüben, hier hinten in den Daumenballen, so dass auch alles geradlinig verläuft. Vielleicht kannst du mir jetzt gerade nochmal zeigen, wie man dann richtig in den Anschlag geht. Also sprich, wenn du jetzt auf 10 Meter schießen würdest mit deiner Pistole, von der Haltung her, dass wir das ergänzend noch hinzufügen. Ja, das ist ein umfangreiches Thema natürlich, aber grundsätzlich ist es halt so, also wenn die Hand dann praktisch richtig drin ist, suche ich mal erstmal meine Stellung, wie ich es üblicherweise gewohnt bin. Also ich stehe so, also nicht 45, aber auch nicht 90 Grad zur Scheibe. Der linke Fuß ein bisschen nach vorne gesetzt, dann eine aufrechte Körperhaltung. Und dann ist es halt wichtig, gerade beim Duellschießen, dass man schon unten, wenn man in der Fertighaltung ist, dass man da schon das Handgelenk hier so fixiert, dass wenn ich hochkomme, dass auch die Visierung dann gleich passt halt. Gell? Nicht, dass ich jetzt hochkomme und muss dann auf einmal irgendwo die Visierung suchen halt. Gell? Beim Duellschießen, also bei der schnellen Serie, wo ich nur 3 Sekunden Zeit habe. Beim Präzisionsschießen geht mir erstmal über die Scheibe, nimmt die Visierung auf und geht dann langsam in den Halteraum rein und löst dann da den Schuss aus halt. Okay, super, weil ich wurde das schon oft gefragt, wie denn die richtige Pistolen oder die richtige Technik beim Pistolenschießen ist. Ich bin selbst nur oder hauptsächlich Gewehrschütze, deswegen finde ich das jetzt gerade mal interessant, das von einem Profi zu hören. Und was qualifiziert denn Thomas dazu, dass er uns das erklärt? Hier nur mal eine kleine Übersicht, das sind lauter nationale Titel. Also der Mann weiß auf jeden Fall, von was er spricht. Klasse, ich danke dir ganz herzlich, dass wir da noch ein paar Tipps haben für uns Schützen. Und dann bedanke ich mich ganz herzlich bei dir. Alles Gute, bis dahin. Danke, schöne Zeit. Ja. Ciao. Danke.